Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Elgrad. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und einen schönen Samstag für heute. Hauptsache liegt nicht verkehrt. Kann auch passieren. Also rein theoretisch sogar, das ist sogar möglich, wenn eine Folge misslungen ist und dann nicht umlaufen kann. Und dann verschiebt ihr das automatisch in die andere Richtung. Also das soll auch mal vorkommen. Aber es soll die Ausnahme. Das sind meistens alle Folgen hinüber. Kann passieren, muss aber nicht. Also immer dann, wenn besonders ereignet wie Ton zum Beispiel. Wenn ich gar nicht zu hören bin bei Spielsound, bei einer Folge. Und ich habe noch eine Zeit, das zu korrigieren, also neu aufzunehmen. Dann vermeide ich das eigentlich. Weil jede Aufnahme, die missglückt ist und euer Zuschauer kommt rein, ist immer schlecht. Ne? Ich bin voll, deswegen verpacke ich das. Anfang war es mehr oder weniger teilweise egal. Aber mittlerweile nicht. Die Hauptsache, alle waren sediert. Also, gibt ein bisschen mehr Kohle und Umweltbonus. Das ist okay. Alles für die Schulden, ne? Rückzahlen. Lieber Geld. Sieht zwar immer blöd aus, wenn ein Konto so leer ist, aber ist halt so. Dann müssen wir auch keine 1000 Euro Zinsen zahlen. Dann kann ich gleich mal gucken, wen der BGA die jetzt verdient hat heute. Produktionskosten, habe ich mal Geld gekriegt. Da muss ich auch nicht verstehen. Verkaufte Produkte, das sind dann die Malen und BGH 165, das ist gut. Passt. Frag mich nicht, was sonstige sind. Verkauf, keine Ahnung. Zuckerfabrik ist ja eigentlich mit durch. Das ist vor Ende. Die ist fertig. Richtig gut sein. Ja, ein paar Ballen können wir noch verkaufen. Ein Silageball noch bei den Wiesen. Da kann noch einiges rüberkommen, ne? Ich könnte ja bald mit zwei Geräten arbeiten. Also theoretisch. Mit zwei Hechtlern. Aber ist noch nicht so weit. Also dann eine zweite Ballenpressen kaufen. Ist auch Unsinn, ne? Weil das machen die reell auch nicht. Ne, das machen sie auch. Maschine kostet Geld. Man schafft das in derselben Zeit. Man schafft das Prinzip, dann lohnt sich eine zweite nicht. Also, weil man hat so viel Hektar, dass man zwei Maschinen verwenden kann. Ne? Wenn du das nicht schaffst, ne? Also zeitlich gesehen. Hier, das Gras muss so aussehen, also mit Blüte oder mit Blumen. Und ich habe ja alle Wiesen ja ausgesät, das ist ganz gut so. Und wäre es nicht funktioniert, also jetzt nicht funktioniert mit dem Direktscheinwerk, ne? Das ist immer ganz komisch, das verstehe ich natürlich nicht. Weil das ist ja Originalgras, Originalwiesen. Wo halt keine Felder, ne? Und das müsste einem mit dem Gerät auch egal sein. Aber der Helfer hat ja auch gemäht, so ist das nicht. Ich würde sagen, ja, daran war der Helfer auch nicht arbeiten, aber der Helfer hat auch gar nicht. Aber die nächsten Wiesen habe ich alle umgeflügt. Alle.
Also die kleinen Balken, sowas etwas nicht. Hier da. Das wäre hilfreich gewesen, ne? Ja, ein paar Ballen liegen noch. Ich hatte heute mal eine Seite aufgehabt, Computer kaufen, also mit der neuesten Technik. Ja, unter 5000 ist dann nichts, ne? Bis eher drüber 6000 kannst du locker einfahren. Wie gesagt, mit der besten und neuesten Technik. Da habe ich schon geschluckt. So gewaltig. Das Geld muss man mal haben. Wie gesagt, theoretisch könnte ich auch ein 2 Jahre überspringen, ne? Also eigentlich vor 2 Jahren man gesagt hatte. Ja, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen Technik, ja, mag es halt, ne? Also Technik, gut, den Fernseher habe ich nicht gekauft. So oft wie die neue Technik rauskommen. Das funktioniert gar nicht. Also hier, alle seine Werbung hier im Samsung 8K Fernseher. Die Größe habe ich gar nicht gesehen. Oder wurde nicht gezeigt. Aber 8K. Wir haben aber 4K schon. Schon was Besonderes, ne? Aber ich sag mal so, für Nachrichten und so. Was soll ich mir den Nachrichtensprecher in 8K anschauen? Oder Sprecherin? Warum? Kommt ja auch ein Text und Inhalt an. Für Filme wäre schon nicht schlecht. Aber wenn du jetzt einen 8K-Film hast, oder brauchst du Internet, musst schon mal fleißig die Geschwindigkeit haben. Ne? Ich bin zwar schon gut aufgestellt, Netzwerk, aber manche Tage ist auch nicht gerade rosig. So, Komfort. Weiß nicht warum, aber das ist halt so. Ich merke es beim Upload, dass es immer länger dauert. Kann schon mal lange dauern, also letzte Mal war es okay. Aber wenn es lange dauert, dann ist es schon belastend. Ne? Weil der Computer muss ja mal laufen. Was ja alles Strom. Obwohl die Grafikkarten im Leerlauf ja auch nichts verbrauchen, wenn wir mal zusagen. Aber das einzige Gute, dass die dann keine Kühlung brauchen etc. Ja, da ich mal einen Mittagsschlaf gemacht habe, deswegen dann mein Hochladen geladen habe, das war schon mal, oder nebenbei beim Spielen, dann habe ich das gemacht. Das geht auch. Das fällt da nicht so auf. Denke ich mal, dass das nicht zu merken ist. Im Render ist es wieder anders. Im Render geht da relativ zügig. Ich habe ja so eine Berichte jetzt gelesen, oder ja, gelesen. Von der möglichen 4090 Titan, ne? Gerüchte, wie gesagt, Gerüchte. Mit TI wollen sie wahrscheinlich machen, aber wie Titan habe ich gehört. Wahrscheinlich auch. Und da hatten sie ja Probleme. Ne? Das wird sämtliche Dinger durchgeschmort. Netzteile und so. 900 Watt Leistungsaufnahme. Da brauchst schon. Ja. Da brauchst schon, da war das mal Gras bei. Denke ich mal. Aber gut, egal.
mehr mehr Geld verdienen, ne? Ja, aber so eine Grafikkarte brauche ich nicht. Die kostet garantiert ein Vermögen. Das ist dann schon eigentlich echt übertrieben. Also. Im Grunde würde ich auch warten, wenn überhaupt, dass einer mit Wasserkühlung kommt. Ne? Das wäre schon. Ja. Aktuell geht es auch. Ne? 75 Grad. Wir haben auch keinen Lüfter mehr, so. Nö, ab 1200 Umdrehungen. Aber wie gesagt, Geld sparen muss ich noch dafür, ne? Also ohne Sachen kaufe ich nicht auf Punkt, das kommt mir nicht in Frage. Das geht nicht. Bisschen Geld habe ich schon, aber wie gesagt, das reicht nicht. Mal schauen. Über 5000 habe ich auch keine waren jetzt, ne? Ja, mal sehen, was die Tarifverhandlungen bringen. Stockt ja ein bisschen, ne? Wie man so ist. Pumpen ja ein bisschen. Logisch. Ich will schon Geld ausgeben. Wenn er weniger ausgeben könnte. Machen wir jedes Jahr so. Ist leider so. Ah, kann ich nichts ändern. Das ist mal so. Abwarten und Tee trinken. Wird blockiert. Das haben wir sie kurz hin. Und ist auch fertig. Ne, haben wir auch. Der fährt hier bei der WGA an, kommt gerade gemeckert, kommt nicht hin, weil ein Fahrzeug am Wege steht. Aber ist nicht so schlimm, ne? Das geht auch. Da will er nicht rein, da gibt's doch gar nicht. LKW will rein. Das geht nicht. Wir müssen das zumindest tun. Das scheint auch zu weit weg. Wahrscheinlich. Kann auch mit dem LKW runterfahren, ne? Und dann rückwärts ranfahren, geht auch. Anders und bequemer, wo wir nicht ranfahren. Wert. Nicht viel, aber immerhin was, ne? Momentan. Ist halt nur die Silage, nicht gerade viel. Komm rüber. Aber so rein. Weiter geht's, ne?
Ja, die Option der Steine wegstellen, ne? Das wäre natürlich ideal. Hier zum Beispiel, wo die Bäume sind. Die Wiese wird größer, ne? Das wäre dann in 4 Wochen theoretisch möglich. Die hat noch mal so einen Simulator gehabt für Abrissarbeiten. Ganz, ganz, ganz früher. Können sie ja das hier nutzen, die Technik, ne? Wir sind eine Feinde natürlich. Ich kenne so eine Arbeit, ich habe selbst nicht getan, aber wie gesagt, ein Bagger, so ein Beton stemmt, ist für so eine Tagesarbeit auch ziemlich eintönig, ne? Das wäre nichts für mich um den Tag. Das große und kleine Bagger dafür. So, liebe Schauer, das soll schon voll gewesen sein. Ich sage nochmal schon Dank, dass ich reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, in Grad. Tschüss.